Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrem Orientteppich Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orientteppich-Experte seit 1960. Guten Abend, guten Abend. Lasst euch alles schmecken. So, was essen wir denn überhaupt heute hier? Was kann man im Dönerladen essen? Ich nehme einen Dönerteller. Ein Dönerteller? Ohne Brot, ich bin im Training. Ach so. Also, wo ist dein Yüksel? Ein Dönerteller bitte ohne Brot und ich hätte ein halbes Schwein auf Toast. Halbes Schwein? Habt ihr nicht, ne? Ne, okay. Na, macht ihr nichts. Töbe ist Astaghfirullah. Wir nehmen dann aber zwei Döner. Zwei Döner-Teller. X'nen de olsun. Biraz, değil mi? Biraz. Karışık. İki etten karışık salata. Eyvallah. Aynen. İçinden nasıl geliyorsa öyle abicim. Aynen. Kafana göre, yüreğin nasıl izin veriyorsa öyle. Ya da Cem Yılmaz'ın dediği gibi little little in the middle. Kennst du den? Kennst du den? Pass auf. Cem Yılmaz. Ja. Es gibt auch, er sagte immer, wie soll ich Touristen erzählen, wie wir ticken und essen? Denn wenn wir sagen ja, abi at ortaya bir tane salata. Ich kann sagen, wie wir ticken und essen. Ja, aber übersetz mal das. Ortaya bir tane salata. Middle, middle, in the middle? Weil er dann sagte, okay, und den englischen Touristen muss man das so erklären. Little, little, in the middle. Hängen geblieben. Schön, dass du da bist. Wir haben gleich unser Essen. Was zu trinken haben wir auch da. Eigentlich geht es uns gut gleich. Kaktussaft, ja. Zum Beispiel. Was haben wir noch, Yüksel Abi, was haben wir noch? Papa Cola. Papa Cola, wie ich mitbekommen habe, soll nach dem Essen den Mundgeruch oder den Knoblauchgeruch neutralisieren. Richtig. Und der andere ist gut für die Durchblutung oder wenn du einen Kater hast? Mit Kater habe ich sowieso keine Probleme. Du trinkst ja, glaube ich, eh nicht mehr, ne? Genau. So. Alper, das Wichtigste ist, das werden wir alles heute gemeinsam erleben, aber heute bin ich mehr vorbereitet als sonst. Echt, ja? Ja. Woran liegt das? Wie kommt das? Ja, weil ich habe mir letztens Kritik anhören müssen. Guck mal, siehst du das? So. Nein, nicht über dich, mein Freund. Ich weiß, ich habe mir sagen lassen letztens, mach mal. Ja, da lachst du, ne? Ich habe mir letztens von, ich weiß nicht, wer bei mir im Studio war. Ich glaube, Joker war da. Der Joker sagte zu mir, du bist ein ganz cooler Typ, wir kommen alle gerne zu dir. Sagt, ich meine, viele Rapper kommen ja auch zu mir. Aber er meinte zu dir, du bist ein cooler Typ. Aber dann haben wir halt über andere Rap-Formate gesprochen, im Fernsehen oder im Web. Und dann ging es darum, er sagte, du könntest noch ein bisschen frecher sein, sagte er zu mir. Du bist zu lieb. Stimmt das? Und jetzt willst du es bei mir rauslassen oder was? Ich fange mit dir an, nicht bei dir rauslassen. Ja, alles klar. Eigentlich wäre der Erste, der das hätte spüren müssen, PA Sports, aber er hat mich zweimal versetzt, nur zur Info. Ja, nee, Ben, nein, zur LMS. PA ist stabil, PA ist immer gut, er hatte bestimmt seine Gründe gehabt. Er hat dich versetzt? Ja, zweimal habe. Kann passieren. Sen beni kaç kere versetzen yaptın? Yaptın mı? İki defa termini erteledik ya. Ya aber guck mal, heute auch war. Wie voll das war wieder. Wir dachten, wir kommen wieder nicht durch. Hayır, bei dir ist immer irgendwas, ich weiß nicht yani. Hamburg Weg. Ya abi hep suçlu ben miyim ya? Anlamıyorum ki hani bu olayı. Niye ben suçluyum? Vallahi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Evet abi. Kaç kişi gelecek bugün yemeğe? Kaç kişi mi? Biz 150 ile 250 insan bekliyoruz yani. Tamam. 50'si burada, 150 burada. Bilmiyorum nasıl olacak bu iş. Olsun Fatih. Olsun. Siz lecker aus. Eline eine sağlık, sağ ol kardeşim. Danke schön, Alper, ich merke gerade, nur zu... Das ist Yüksel, der Besitzer hier. Yüksel muss auf die andere Seite, Yüksel. Ein Zuckermensch. Er ist aus Berlin und hat hier in Hamburg seine Filialen, Sel Kebab. Und er hat uns das Essen heute gebracht und das Essen sieht sehr lecker aus. Normalerweise esse ich keinen Döner außerhalb Berlin, aber in Hamburg bei Yüksel, bei Sel Kebab, sehr gerne. Ja. Berliner Jungs halten zusammen. Sehr gut, danke schön. Vielen Dank. Aber Alper, mir fällt, das ist mein Teller, wir müssen kurz tauschen, das ist mein Teller, gestern. Walla, wenn du machst. Nein, Walla ist mein. Sen geht's ja wieder. Das ist mein Teller. So haben wir das politisch gelöst. So. Woran hast du das gesehen, dass dein Teller ist? Nein, Mann, wir müssen... Nein, wir saßen falsch. Ich wollte es nur politisch korrekt machen. Okay, alles klar. Ja, du kannst gerne essen.
Guten Appetit, afiyet olsun, helal hoş olsun, lass es dir gut gehen. Die erste Frage lautet eigentlich so, Ehrensache Nummer zwei, als ich den Titel gelesen habe, ja, ganz frisch, Alpergang kommt zurück, dachte ich so, wenn ein Künstler Ehrensache Nummer zwei sein Album nennt, gibt es zwei Gründe in meinen Augen oder zwei Optionen. Erstens, er hat noch nicht alles gesagt oder seit Ehrensache, wie lange ist jetzt Ehrensache her? 2 Jahre. 2012. Guck mal, 3 Jahre sogar. Oder in den letzten 3 Jahren hat sie extrem viel aufgestaut. Was davon stimmt jetzt ungefähr? Beides. Ich meine, bei Ehrensache 1 2012 habe ich natürlich die wichtigsten Sachen bin ich dann natürlich losgeworden. Es war ja damals auf jeden Fall die Trennung von Sido und der Sekte. Aber natürlich gibt es immer noch Themen, die man noch loswerden wollte. Aber das Wichtigste war halt die Trennung von der Sekte und von Sido. Und jetzt in den 3 Jahren bis 2015 ist noch jede Menge passiert und da sind noch Sachen von damals noch, die hier aufgestaut sind. Deswegen dachte ich mir, nach Alles kommt zurück und Geboren um zu sterben, nach so zwei musikalisch starke Alben, dachte ich mir, jetzt muss ich wieder ein bisschen rapmäßig auf die Kacke hauen und der Rap-Szene zeigen, was für Heuchler und was für ehrenlose Hunde das sind. Und deshalb ist es interessant, jetzt in der Promo-Szene in den letzten 3-4 Wochen hört man immer im Intro die Stimme von Visavi. Und sie sagt ja, ist doch die Stimme von Visavi und sagt, was ist Ehre für dich? Und du sagst, Respekt, Loyalität und Stolz. Denkst du, dass es genug Menschen gibt, die diese drei Charaktermerkmale nicht haben? Oder warum hast du diese 3 Worte hervorgeholt? Naja, das war ja damals im Interview. Visavi hat mich gefragt, ob ich noch was loswerden will. Und das war für mich halt so die Schlagwörter für Ehrensache. Das waren 3 Worte, Respekt, Loyalität und Stolz. Und das sind so Sachen, also in meiner Vergangenheit, was ich jetzt zurzeit erlebt habe und Kreisen und in der Rap-Szene so erlebt habe, habe ich gemerkt, dass 99% meiner Erfahrungen oder 99% der Menschen, mit denen ich zu tun hatte, diese 3 Punkte nicht haben, diese 3 Schlagwörter. Ja, Schlagwörter, passt auch wieder gerade. Ja, kann man ja sagen, apropos Schlagwörter. Oder Stichpunkte. Apropos Schlagwörter, das erste Video war sehr interessant. In dem ersten Video, das ist quasi so dieses Intro-Video gewesen zur Alpergang 2, Ehrensache 2, Alpergang 2, Ehrensache 2. Da ist mir aufgefallen, dass du halt sehr viel mit Action verbunden hast, Berlin in Action, ja, das Video. Und aber was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist die Schelle an Eco Fresh in dem Ende. Das war das Erste, was mir sofort an Insan und Kulana, bam, kam Eco Fresh. Ich meine, ich dachte so, der Alper hat ein bisschen so seine Diss und Zeit ein bisschen hinter sich gelassen. Also überraschend ist es schon für mich, wenn ich das sagen darf. Eco. Ich kenne Eco nicht persönlich. Also ich habe noch nie mit ihm geredet, aber ich kenne ihn besser, als er es sich vorstellen kann. Für mich ist Eco ein Heuchler. Er ist für mich eine Schande für die Türken und das muss sich so loswerden. Weißt du? Ich weiß, wie er mit seinen Leuten um sich herum umgeht und wie er in anderen Leuten eine Ärsche kriegt. Also ich sag mal so, er ist einer, der sich behauptet bei schwächeren Leuten, die ihn brauchen oder ihn nötig haben, oder die ihn brauchen, da lässt er so seine Größe raus. Und bei anderen größeren Leuten kriegt er in den Arsch. Und das sind die meisten Türken, die ich bin in Berlin aufgewachsen, auf der Straße. Und die meisten Türken, mit denen ich aufgewachsen bin, waren so. Die haben immer bei den Arabern Arsch gekrochen oder bei den anderen, die ein bisschen in der Überzahl waren. Aber ich war mehr befreundet mal mit den Leuten, weißt du? Sei es Araber, sei es Kurden. Ich bin mit Kurden und Arabern mehr aufgewachsen als mit Türken. Weil die Türken immer so, die meisten von uns waren so wirklich wie Eco. Und das ist für mich eine Schande für die Türken. Aber es gibt natürlich auch viele stabile Türken in Berlin, mit denen ich aufgewachsen bin, das sind wahre Freunde. Und die respektiere ich und für die sterbe ich sogar. Aber so eine Leute wie Eco, die kommen bei mir nicht an. Weißt du, das wollte ich einmal klarstellen. Und die Line natürlich, es geht um Rap. Ich wollte es einfach kurz und knapp sagen. Weißt du, wenn ich jetzt Eco sehe und wenn er sich benimmt, dann schlage ich ihn natürlich nicht. Aber wenn er frech wird, kriegt er direkt eine Backpfeife und dann weiß er, wo seine Grenzen sind. Und da kann sein Abi von da oder sein Abi von dort kommen, braucht mich keiner voll zu quatschen. Und es gibt auch viele im Internet, die jetzt auch schreiben, warum Eco, warum dies? Die kennen Eco nicht, die kennen mich nicht, die kennen das nicht. Die kennen die immer von der Musik. Und von der Musik
kann man den Menschen ungefähr einschätzen, aber man kann nicht sagen, er ist so. Weil jeder gibt sich so, wie er will. Ich versuche immer, mich so zu geben, so wie ich bin. Aber das macht nicht jeder in der Rap-Szene. Das muss jetzt langsam den meisten da draußen klar sein. Weißt du, deswegen Ehrensache. Ich bin so, wie ich bin. Ich sage so, wie ich sage. Ich mache, was ich will. Und wenn ich will, schlage ich Echo sogar drunter. Aber das ist nicht meine Art. Er ist für mich eigentlich eine Witzfigur, wirklich auch. Wenn ich so seine Fotos sehe in Instagram und so, ich muss immer lachen. Also es ist so, immer so klarzustellen, Echo ist für mich eine Schande und er soll sich einfach... Willst du noch mehr hören? Du, ich bin bei mir in der Sendung, darf jeder das sagen, was er möchte. Ich meine, da habe ich ja kein Problem. Nee, darum geht's gar nicht. Aber nee, weil du sagst, ich denke darüber erst nach, weil du sagst, er ist eine Schande für die Türken. Guck mal. Aber ich glaube schon, also nach außen, ich rede nur von der Fassade. Ich sehe ja nur das, was ich sehe. Ne? So, und wenn ich da, was ich sehe, würde ich doch sagen, eigentlich aufgrund seiner Musik, auf der Art und Weise, würde ich nicht sagen, dass er seiner Kultur schadet. Ja. Er erzählt vielleicht was von seiner Kultur. Immerhin bin ich derjenige, der Erste, der ein Thema Ausländer angesprochen hat. Sowas könnte ich eigentlich von Echo damals erwarten, anstatt ich bin jung und brauche das Geld. Ego-Thema. Weißt du, was ich meine? Ist ja egal. Künstlerisch, ich sag ganz ehrlich, Echo ist ein sehr starker Künstler. Ein Top-Künstler. Da auf jeden Fall, wenn es um die Kunst geht, um die Arbeit geht, da hat er meinen Respekt. Weißt du, mir geht es ums Menschliche. Ich sag doch gerade, in der Kunst, jeder zeigt sich so, wie die Leute dich sehen wollen. Weißt du, was ich meine? Aber in Wirklichkeit sind die meisten nicht so. Und Echo zeigt vielleicht unsere Kultur, Quotentürke und keine Ahnung, wie ist das. Aber ich mag die Arten auf der Straße nicht. Und wie ist denn seine Art auf der Straße? Ich habe gerade gesagt vorhin. Man kriegt intern alles mit. Wir sind Berliner, wir sind Straßenjungs, wir kriegen alles mit. Weißt du, und die Leute da draußen kriegen nicht alles mit. Und seine Art habe ich schon auch gesagt vorhin. Dieses Arschkriecherische. Bei den Schwächeren macht er seine Rolle. So, den behauptet er sich so, keine Ahnung. Und bei den Leuten, die halt was zu sagen haben, bei denen kriegt er einen Arsch. Und das brauche ich, das weiß jeder, der sagt, er weiß es selber am besten. Kein Mensch kann sich selber belügen und er muss einfach mit meiner Meinung leben. So, wenn ihr die Chance mal nicht habt, Döner hier bei Cell Kebab zu essen, könnt ihr natürlich auch bestellen, liebe Freunde. Resto-in.de. Resto-in.de. Da könnte. Resto, Testo, Mesto gemacht. Eine. Ganz kurz, ich wollte ja noch zu deinem ersten Videoclip, was wir gespielt haben. Zwei Sachen sind aufgefallen und ich werde es einfach so aussprechen, wie er es gesagt hat. Liebe Zuschauer, auf unser Seniorum, er hat es gerappt. Ich sage es nur. Zitat: Nazar ist ein Pitch. Heißt? Er ist ein Bastard. Aber warum? Das ist doch die Frage heute. Weil er ein Bastard ist. Er ist ein Heuchler. Du hast das mit dem Begriff Heuchler irgendwie, oder? Die sind alle Heuchler, richtige Peach-Kinder. Nazar ist auch so ein Peach. Er reitet auf 5 Hochzeiten auf einmal rum. Oder tanzt auf 5 Hochzeiten auf einmal. Also beste Freunde werdet ihr nicht. Was war der Grund? Hat das was mit der... Was für Freunde, er ist ein Peach. Ja, das reicht. Im Fernsehen muss ich das alles auspiepen. Heißt das? Hast du gesagt? Ja, ich lasse es ja auch auspiepen. Wir machen ganz kurz. Hat das was mit der mit seiner Aussage und den muslimischen Rappern zu tun, dass du noch immer noch ein bisschen so bisschen negativ auf ihn zu sprechen bist? Es hat einfach was mit seiner Art zu tun. Er ist echt einer, der zu dir kommt, über mich schlecht redet und dann eine Woche später mit mir cool ist und über dich schlecht redet neben mir. So ein ist das. Und wie nennt man sowas bei uns auf der Straße? Piep. So, nächste Sache. K1, du bist ein Sheriff Sis, hast du gesagt. Habe ich nicht eigentlich gesagt, hat er gesagt. Ja. Eigentlich nein. Der Satz endet da. Zu K1 gilt eigentlich so diese Paragraph 31 V-Mann. Und danach war es eine Aufzählung, weil dieser Track ist ja eine Aufzählung gewesen. Ja, genau. Und dann war wieder ein neuer Satz. Sheriff Sis. Sieg dir, wenn Alpa seine Schafe zieht, dauert es nicht lange, dass jeder seine Strafe kriegt. Also Sheriff, aber er ist auch ein Sheriff. Kann man beides nehmen. Haben wir auch damit geklärt. Wir machen nämlich ganz kurz Werbung. Alpa braucht einen zweiten Teller. Alpa haut richtig rein. So, ganz kurz Werbung, liebe Freunde, und dann geht's hier weiter. Beste Döner in Hamburg. Selkebab. Auch zu bestellen auf resto-in.de, also falls ihr mal nicht herkommen könnt. Mach nochmal Werbung. Auch nach Berlin? Mach nochmal Werbung. Können wir es auch nach Berlin bestellen? Können wir auch, inshallah.
Inshallah. Mach nochmal weg, dann bezahlen wir heute nichts. Nächste Teller bitte. Alpagan Ehrensache Nummer 2 ist wieder zurück. Liebe Freunde, das heißt ab dem 9. Oktober Rock'n'Roll. Was ist so Ziel, Chartplatzierung? 1 ist klar, ne? Ist 1 realistisch so im Herbst? Es gibt immer so gute Phasen, schlechte Phasen, hat man mir gesagt, weil, wenn man ein Album rausbringt. Keine Ahnung. 1 habe ich noch nie im Visier gehabt. Ich bin froh, dass ich mich in den letzten Jahren aufgerappelt habe, seit ich schon Sido und so weg bin. Und immer in den Top 10 zu schweben, sei es in den Top 10 oder auch mal 12, ist für mich immer gut, ist immer ein Riesenerfolg. Hauptsache, ich verdiene mein Brot mit meiner Musik und werde das los, was ich loswerden will. Damit bin ich glücklich. Ich bin ein sehr bescheidener Mensch und immer noch glücklich. Kommt vielleicht irgendwann der bescheidene Alpa um die Ecke, der sagt, ich möchte mal mit allen mal Frieden schließen? Ich habe gegen niemanden was. Ich sag, naja, austeilen tust du ja schon. Aber ich sag meine Meinung. Ich denke, wir leben in Deutschland. Jeder sagt seine Meinung zu wem er will. Ich sag auch nur meine Meinung. Und wenn ich in der Szene bin und mit den Leuten zu tun haben muss, oder mit den Leuten zu tun haben, unter einer Decke oder unter einem Dach bin, halt in der Szene, da sage ich meine Meinung gegen den über, auf jeden Fall. Und was ich von denen und denen halte. Und wenn man mich fragt, dann sage ich erst recht die Wahrheit. Oder ich erzähle, ich meine Ehrensache, ich muss auch den Leuten erzählen, was ich mit denen und denen durchgemacht habe. Das wollen die Leute auch von mir hören. Wenn sie schon jedes Jahr ein Album kriegen, dann wollen die auch was hören und nicht nur tralala, lalala, scha, scha, scha. Und das war dein Album. Nein, die wollen hören, was ist passiert, was ist zwischen dir und ihm passiert. Warum denkst du über ihn so, was denkst du über ihn? Ich sage einfach so, wie es ist. Wer ist denn dein bester Homie in diesem Fall in der Rap-Szene eigentlich? PA Sports. Wirklich. Habe ich erwähnt, PA, du hast mich zweimal sitzen gelassen. Na, ich mag dich trotzdem. Hast du gut gemacht, PA. Kommen wir zu den wichtigen Sachen, Familie, weil du auch sagst ja Ehre, ich denke, das ist ja irgendwo ein Teil in der Kultur, vor allem auch in der türkischen Kultur, ein Teil der Familie. Wie ist es denn so, Papa zu sein eigentlich? Holt das dich wenigstens so ein bisschen, sagen wir mal, in so einen Ruhepol, wo du Ruhe hast und ein bisschen in dich kehren kannst? Wenn ich keine Familie hätte, ich würde ganz anders reagieren auf viele Leute da draußen. Ich würde bestimmt ein paar Leichen hinter mir haben, ganz ehrlich. Das, was ich wieder erlebt habe in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Familie ist das Beste, was mir je passieren konnte. Ich bin sehr glücklich und bin auch jeden Tag dankbar, dass ich zu Hause diesen Stress mit den Kindern habe. Das ist der positive Stress für mich. Das ist einfach ein Genuss. Und ich bin so gerne zu Hause. Ich habe auch dieses Jahr, habe ich auch mit Ganji geredet, habe gesagt, ich habe keine Lust auf 12 oder 14 Tage Tour. Weil ich will nicht so lange weg von zu Hause sein. Ich genieße wirklich schon mit den Kindern, die vom Kindergarten abzuholen. Ich beobachte meine Söhne dann immer, wie die spielen. Das ist einfach ein Traum. Ja. Das ist das Schönste, was man so mit sich ansehen kann. So. Und zu Hause bin ich glücklich. Mit meiner Frau war ich halt, wie gesagt, bevor wir geheiratet haben und die Kinder bekommen haben, habe ich viel Scheiße gebaut. Da waren wir 2 Jahre fast getrennt und die Trennung war schon zu hart. Deswegen will ich auch jeden Tag mit meiner Frau genießen. Denn man weiß ja nie, wie lange man noch hat. Und deswegen will ich viel mit meiner Familie zu sein, weil draußen war zu viel Zeit Verschwendung. Ich habe viel Zeit vergeudet für Freunde, denen ich Loyalität und Treue geschenkt habe und die mich dann immer am Ende doch nicht so dementsprechend behandelt haben. Deswegen finde ich, dass wenn ich jetzt zu Hause alles so mache, wie es jetzt ist, mache ich, glaube ich, erst richtig. Deine Kids geben auch hin und wieder auf Instagram politische Statements ab. Was denn zum Beispiel? Weiß ich nicht, die schlagen da um sich oder Bilder oder Personen. Sorry, aber ich musste echt lachen, das war schon heftig. Also wenn ich den Vornamen sage, ist okay. Ich darf nicht Vor- und Nachname sagen, wa? Keine Ahnung. Aber ist das dein Jüngster gewesen, ne? Ja, er hat diese Taxi-Tag geschlagen. Ich hab nichts gesagt, er hat gesehen, ihre Fresse. Er hat gesagt, gefällt mir nicht. Und immer wieder auf dieselbe Stelle, selben Fleck, genau in ihr Gesicht. Die haben es im Blut, was soll ich sagen? Guck mal, wenn ich aus Freundeskreis, ja, Familie, Freunde, Familienmitglieder verliere, kann über alles reden. Aber wenn es um Tod geht, ich bin hier. Ich kann nicht reden, ich kann darüber echt nicht reden. Mir tut das echt weh. Ja, ich meine. Und du hast einen Song geschrieben, das meine ich. Ja, für mich war es auch nicht einfach. Für mich ist es auch nicht einfach, den Song, das Video mal anzusehen, weißt du? Kommt auch mal alles hoch. Ich meine, jeden Tag sterben Menschen auf der Welt. Und
Die Menschen leben einfach so, als ob der Tod nicht zum Leben gehört. Weißt du, deswegen habe ich auch davor, auch letztes Jahr auch ein Album gemacht, Geboren, um zu sterben. Das sind halt so Sachen, die ich loswerde und sagen will, dass irgendwann uns jeden das erwischt. Aber so unerwartete Fälle, das sind dann halt natürlich traurig und schwer zu bearbeiten, ne? Verarbeiten für die Familienangehörigen. Ich meine, ich habe auch meinen Cousin Yunus Abi hatte Leukämie. Ich bin mit ihm zusammen aufgewachsen. Er lebt in der Türkei, ich lebe hier. Dann, er wollte unbedingt, dass ich ihn besuchen gehe. Er wollte mich nochmal sehen, weil da gab es keine Rettung mehr und ich habe es nicht geschafft. Und das ist wieder etwas, was mir hier im Hals stecken bleibt. Und da kann ich auch jeden Tag so viel wie möglich beten und trotzdem beruhigt es mich nicht. Also es sind halt so Sachen, die halt natürlich hier im schweren Magen liegen. Und das wollte ich halt auf jeden Fall nochmal in einem Song verarbeiten. Und auch meinen Brüdern, die halt jetzt auch allgemein halt alle Brüder, die gestorben sind, denen nochmal so die letzte Ehre erweisen mit dem Song. Und ich fand, das war eine Pflicht von mir. Also ich musste das tun. Und so bin ich ein bisschen beruhigt und so fühle ich mich auch ein bisschen wohler, so, dass ich was noch für sie tun konnte. Ich meine, wenn wir morgen gehen, dann das Video ist immer noch da. YouTube lebt heute, Internet. Man kann auch in 20, 30 Jahren sehen, was Alpagan damals gemacht hat, auch wenn es Alpagan nicht mehr gibt. Und da bin ich froh, dass vielleicht die Heranwachsenden von den Familien sich dann auch natürlich damit noch angesprochen fühlen und sagen, schön, schönes Lied, Erinnerung an unsere Onkels und unsere Väter oder wie auch immer. Du hast auf jeden Fall was hinterlassen, was ich auch sehr schön finde. Aber man muss sagen, im Zeitalter der Technologie, also im Zeitalter des YouTube-Hypes, habe ich das Gefühl, ist Konsumieren, vor allem im Web, extrem schnell geworden. Ja, die Leute produzieren. Ich würde mal sagen, 99% mehr Schein als Sein. Und ich weiß ja sogar, dass du irgendwo, du sagst das sogar bei deinem Video am 11. September, bei dem Official Video, sagst du sogar, ich zitiere, piep mal alle YouTuber. Hast du gesagt, also, aber du hast auch einen YouTube-Channel, du hast auch, ja, aber du hast auch einen Alpagan. Ich bin aber Rapper, ich bin kein YouTuber, der irgendeine Scheiße mal posen, auf einmal alle YouTuber werden Stars, Alter. Und da willst du mal mit denen ein was machen, musst mit meinem Manager reden, musst mit meinem Land, du hast noch gerade Kacke in deinem Arsch, was soll ich mit deinem Manager reden, kommst du oder nicht, wollen wir was machen oder nicht, alles ist Stars geworden, jeder denkt, er ist Stefan Raab geworden, für mich ist alles, mir ist scheißegal, was die verdienen, vor meinen Augen sind es alles immer noch kleine Vögel auf der Straße, die versuchen zu fliegen, die versuchen zu zwitschern, bevor sie fliegen können, verstehst du, was ich meine, lass mal. Es gab einen, ich weiß nicht, ob du den Kommentar kennst und ob ich das überhaupt sagen darf, Farid Bang hat sich mal dazu geäußert bei einem RTL-Interview oder irgendwo ein Sender. Und da wurde er gefragt, was er denn davon hält. Und dann meinte er, von den YouTubern und vor allem von den YouTube-Stars, weil da diese, wie heißen diese Mädels, Burak? Diese berühmten da? Dagi B und wie die alle heißen und dann Corso. Der war lustig. Weißt du, was er sagte? Ja, finde ich eigentlich voll cool, dass die Bitches einfach nicht mehr in der Bar rumhängen müssen, um Getränke betteln müssen, sondern sich die Drinks selber fertigen. Sorry, aber ich fand das gut. Ja, Farid Bang ist schlagfertig. Der Junge weiß schon, was er sagt, hat das schon genau richtig gesagt. Über die Bitches. Hier hängt das immer noch, liebe Freunde. Alpagan, ganz cooler Styler. Ja, Ehrensache Nummer 2, ab 9. Oktober wieder back in town. Back in Germany. Er war ja nie weg, also jedenfalls albumtechnisch. Features, was gibt es, was kommt auf uns mit dem neuen Album eigentlich, was kommt da auf uns zu? Gute Musik. Gute Rap-Musik, deutsche Hip-Hop-Musik. Authentische Musik. Was natürlich jetzt für mich im Umkehrschluss bedeutet, seit Ehrensache 1 war 3 Jahre nur Müll. Außer meine Alben, meinst du? Das musst du jetzt beantworten, richtig? Naja, dann kann ich dir sagen, wie immer, authentische, gute Musik. Was, willst du jetzt meine Musik beleidigen? Nein, Estafullah. Estafullah, Ben, ich habe noch nie Leute in meiner Sendung beleidigt. Das mache ich immer, wenn sie nicht da sind. Frag mich, glaube ich dir, genau wie Nazar. Wer? Nazar. Kenne ich nicht. Nee, kenne ich nicht. Ja. Nein, aber mit wem hast du denn zum Beispiel Features? Weil ich habe gelesen, dass du irgendwas mit jungen Talenten machst. Das ist auch mal wieder was anderes. So die Rapper, die pushen sich ja gegenseitig und sagen hier, der eine Star arbeitet mit dem Star, der arbeitet mit dem Star und dann sind die Albenzahlen
Geht durch die Decke. Ja, besser. Ich will mich nicht an anderen Leuten hochziehen. Das wollte ich auch nie bei Sido. Ich war mit Sido befreundet und wir waren zusammen unterwegs. Ich habe ihn unterstützt bei seinen Alben, bei seiner Tour. Ich habe ihm geholfen. Also es kam so, es sah immer so aus, Alper will sich hochziehen und an Sido Schatten und keine Ahnung. Ich wollte mal junge Talente fördern und präsentieren. Deutsche Hip-Hop-Künstler, Rapper, die noch nicht bekannt sind. Und da dachte ich mir, die können ruhig mal einen Posse-Track machen. Ich gebe denen ein Beat, sollen alle zeigen, was sie drauf haben. Deutschlandweit, nicht nur aus Berlin. Das heißt, du hast quasi richtig gecastet für einen Song? Ja. Okay. Ich und Verwaltung, Abdul Verwaltung. Er hat mir auf jeden Fall dabei geholfen. Und da haben wir auf jeden Fall 12, 13 Künstler gefunden. Und haben auch für die DVD, also die DVD im Album, im Boxset, handelt sich auch um mich und um die Newcomer. Um diese No-Name-Rapper, die jetzt sich gerade präsentieren. Ich wollte mal, diesen Posse-Track habe ich verfilmt. Also, was heißt verfilmt? Ein Videoclip, dass man die auch sieht, ein Bild von denen hat. Und ich wollte mal von den Newcomern wissen, weil die sind noch sehr jung, weißt du? Und ich würde gerne mal wissen, wie die meine Karriere verfolgt haben. Deswegen habe ich so eine Doku-Interview-DVD gemacht, wo die interviewt werden und die über mich erzählen. Das fand ich sehr interessant. Ich habe es mir jetzt angeguckt, war echt zum Teil auch gerührt, wie die über mich geredet haben, wie die meine Karriere mitverfolgt haben. War sehr schön und es war auf jeden Fall eine starke DVD geworden. Und natürlich starke Künstler, die Deutschland, die ganze Hip-Hop-Szene und die ganzen Rap-Fans auch mitkriegen sollen. Ich gehe mal davon aus, dass diese DVD wahrscheinlich in der großen Box mit dabei ist, oder? Meinte ich ja. Ist in einem Boxset mit drin. Und die ist dann halt natürlich auch in der Box erhältlich ab 9.10. Man kann sich die jetzt vorbestellen. Über Amazon, über Saturn, über Mediamarkt. Und am Release Day wird es dann nach Hause geliefert. Aber ich glaube, das dauert wieder ein paar Tage, auch mal ein bisschen später. Damit haben wir aber nichts zu tun. Das ist Amazon. Wer ist denn so als bekanntestes oder bekannter Feature mit dabei diesmal? Also bekannteste Feature, die ich drauf habe, sind PA Sports, Mehrzat Marashi. Viele Hip-Hop-Fans kennen auch Namen wie Cracker Valley oder Big Baba. Das sind halt auch Homies und Freunde von der Straße, von früher, mit denen ich aufgewachsen bin, die ich auch unbedingt drauf haben wollte. Ich habe jetzt nicht unbedingt Namen drauf, die jetzt richtig angesagt sind in der Hip-Hop-Szene. Das war mir nicht wichtig. Mir war es wichtig, dass ich meine Musik so rüberbringe und wie ich es will. Und da brauche ich keine Namen, die gerade besser angesagt oder angesagter sind als ich. Ich zeige einfach Alpagan so, wie ich bin und es ist ein starkes Album geworden. Solange ich immer zufrieden bin, dann ist doch immer alles schön und ich finde, die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, ich denke mal, beim Feature mit PA gehe ich davon einfach mal aus, da teilt ihr beide aus. Aber bei Mehrzat Marashi ist das wieder so ein Smooth-Nummer? Das ist ein Song für meine Frau. Der heißt Du und ich. Ich kenne meine Frau schon seit über 15 Jahren. Aber vor 6 Jahren sind wir zusammengekommen. Da waren wir 2, 3 Jahre zusammen, dann waren wir getrennt. Ich habe sie verlassen, weil ich viel Scheiße gebaut habe. Ich habe mich für viele Sachen geschämt und für diese ganzen Lügen immer. Und diese 1,5, 2 Jahre ohne sie waren für mich die schlimmste Zeit meines Lebens. Und ich konnte einfach nicht mit dieser ganzen, mit den ganzen Taten von mir so leben. So, mir ging es echt nicht gut. Und da bin ich natürlich, ich bin ein sehr gläubiger Mensch, ich bin sehr dankbar, dass ich noch eine Chance bekommen habe. Ich danke ihr und natürlich Allah an erster Stelle. Und ja, wir sind wieder zusammengekommen, sie hat mir noch eine Chance gegeben. Und jetzt haben wir zwei wunderschöne Söhne und wir sind glücklich und ich werde nie wieder diese Fehler machen. Also das ist ja immer das Ding, wenn man was bereut und das nicht wieder macht, dann ist ja gut. Und ich habe es extrem bereut. Und heute bin ich echt einer der glücklichsten Menschen auf der Erde. Alpagan, Ehrensache Nummer 2, liebe Freunde, ab dem 9. Oktober im Handel erhältlich. Und die letzte Runde ist bei uns. Ja, geht los, ne? Die letzten 5 Minuten so. Wer nicht kauft, das K1. Beste Codewort, oder? Nicht wer nicht kauft, das ehrenlos oder schelfisch. Wer nicht kauft, das K1. Aber theoretisch könnte man auch sagen, wer nicht kauft, das ist zu hart. Oder ist Echo. Nazar auch. Und wir können einfach Echo, Nazar oder Dings K1. Wer nicht kauft, ist Echo. Wer nicht kauft, ist Nazar. Wer nicht kauft, ist K1. Oder Dagi B. Oder so.
Ich bin auch gerade voll im Flow. Aber eine Sache, darüber ganz zu, ich habe so viele Sachen noch, aber mit dir quatscht man sich halt immer dann manchmal auch um Kopf und Kragen in meinem Fall, aber das ist nicht schlimm. Zwei Sachen wollte ich noch unbedingt anschneiden. Das erste ist, du bist ja ein praktizierender Muslim, du hast es auch gerade selber gesagt, du hast deinen Weg gefunden. Was denkst du denn eigentlich über die letzten Veränderungen, Flüchtlingsthematik, politische Differenzen? Da hast du bestimmt auch eine Position, oder? Wie ist die Frage? Also was soll ich darüber sagen? Über Flüchtlinge? Was können wir tun? Was sollten wir bewegen? Wer macht was falsch? Machen wir alle was falsch? Kann ja auch sein. Soll ich ganz kurz und knapp sagen? Ja, bitte. Wir reden immer nur dieselbe Scheiße. Was können wir tun? Was können wir machen? Wenn wir Menschen zusammenhalten würden, alle, die da oben und alle zusammen, anstatt immer so irgendwelche Gesetze zu machen, wir müssen nach dem Gesetz gehen und nach dem Gesetz gehen, aber die halten sich an dem Gesetz. Ich bin ein gläubiger Mensch. Und viele da draußen sind es nicht, viele sind es auch. Ich mache es einfach, ich glaube an Gott und an seinen Koran. Und das sind die Gesetze für mich. Wenn jeder Mensch nach einem Buch so gehen würde und sich an diese Punkte halten würde, sind natürlich auch sehr viele Moslems, die sich dran halten. Ne? Das muss man auch sagen. Aber es sind ja auch nicht alles Moslems. Es sind auch nicht in einer Gesellschaft. Aber, das sage ich ja, es sind nicht viele gläubig und viele sind gläubig und jeder unterschiedlich. Ich sage, wenn wir alle an ein Ding, an eine Religion glauben würden, an ein Buch und alle dem entsprechend leben würden, dann wäre alles perfekt. Mit Erlaubnis. Der Gedanke ist schön. Warte, ich wollte ihn nur ein bisschen beruhigen. Der Gedanke ist schön. Aber bedenke, wir leben in einer multikulturellen, multiethnischen Gesellschaft, wo es nun mal diese vielen Farben gibt. Woran orientieren wir uns dann alle zusammen? Das ist doch dann die Frage. Ja, siehst du, funktioniert ja nicht. Ja, was sollen wir da machen? Sag du bist doch Politiker, was sollen wir machen? Es ist meine Aufgabe, jetzt den Leuten zu sagen, was wir machen. Ich mache das, was ich für richtig halte und ich bin glücklich. Aber du bist ja Musiker, du bist ja auch irgendwo Vorbild, deshalb frage ich dich. Deswegen sage ich ja, glaubt an Allah und an seine Dings, an seinen Koran und dann ist alles gut. Haltet euch an die Regeln, an seine Regeln, dann gibt es keine Probleme, denn es sind die schönsten und friedlichsten Regeln auf der Erde. Unterdrücke keinen Menschen und lass dich von niemandem unterdrücken. Kleide den Nächsten genauso ein, wie du dich einkleidest. Geh nicht mit vollem Magen schlafen, während dein Nachbar am Hungern ist. Was ist an diesen Regeln falsch? Schönste Regeln für mich. Wenn man sich daran hält und der eine den anderen nicht beneidet und nicht und teilen kann. Ich meine, die Flüchtlinge, die hierher kommen, die kommen doch nicht freiwillig hierher. Die wollen doch nicht, die wollen doch lieber in ihrer Heimat bleiben. Aber warum? Warum? Da ist Krieg, da ist das. Wer verkauft Waffen an diese Orte, an diese Kriegsgebiete? Wer? Weißt du doch besser als ich. Ja. Hier, dieses Land ist auch genauso daran beteiligt. Amerika hat sowieso überall seinen Finger drin. Weißt du was, das ist so, jeder denkt nur an Macht und das ist das allergrößte Problem erstmal. Wenn wir das erstmal, damit haben wir ja nichts zu tun. Wir sind ja das Opfer, wir sind ja Opfer des Systems. Die, die da oben sitzen, die Gesetze machen, die sollen mal was dran ändern, anstatt vor dem Fernseher immer die Leute zu beruhigen und zu sagen, ja, das geht nicht, ja, das geht, wir müssen erstmal so handeln und das machen, das können wir nicht laut das und das Gesetz. Weißt du, was ich da sage? Ich verstehe dich sehr gut. Weißt du, was ich da sage? Ich sage, ich ficke dein Gesetz. Und das ist meine Antwort. So einfach. Da kann man lange drum herum reden, egal was ich sage, sowieso, da geht rein, da geht raus. Jeder hat seine eigene Meinung. Ich mache das so. Meine Kinder machen es auch, wie ich es mache, inshallah, und dann ist alles gut. Ich glaube, das war das so Wort zum Sonntag in diesem Falle, zum Freitag nicht, weil die Sendung ist Samstagabend, deshalb das Wort zum Sonntag. Und ich danke dir recht herzlich für deine offene, ehrliche Meinung. Ich habe zu danken, aber danke. Und deine ehrliche Art und ich würde immer sagen, immer straight bleiben, dann funktioniert das auch schon. Der Rest, glaube ich, sollte Menschen eh grundsätzlich keinen Gedanken machen, oder? Einfach seiner eigenen Linie treu sein. Ja, genau so sieht's aus. Ich trinke. Genau. Ehrlich sein. Richtig. Und? Respekt, Leute. Stolz. Stolz. Genau. Ich trinke drauf, ein Papa Türk, danke. Und du? Kaktus. Du nimmst einen Kaktus. In diesem Sinne, liebe Freunde da draußen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hier das neue Album von Alpagan, Ehrensache 2, ab dem 9. Oktober. Ab dem 9. Oktober. Ja, geht auch. So, Alpa läuft hier schon mal rum und versucht okay, das irgendwie. Nicht ja. Vergessen, wer nicht kauft, das K1. Hadi, in diesem Sinne, schönes Wochenende, tschüss. Präsentiert von Ihrem Orientteppich Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orientteppich-Experte seit 1960.